Ich heiße Anton Stier, bin in Egesheim geboren, bin auch im Landkreis Tuttlingen aufgewachsen in Egesheim, war 40 Jahre Bürgermeister in Frittlingen, langjähriger Kreisrat und bin zurzeit Kreisvorsitzender des Kreisseniorenrates Tuttlingen und als solcher noch aktiv ehrenamtlich tätig. Ich stamme aus dem Landkreis Tuttlingen, wie eben erwähnt. Ich fühle mich auch im Kreis Tuttlingen wohl. Und deshalb war an sich auch der Beweggrund, warum ich im Kreis Tuttlingen geblieben bin. Zum einen die Bevölkerung, die im Kreis Tuttlingen sehr offen ist, sehr warmherzig ist. Für den Heuberg wird ja berichtet, dass die Bevölkerung eine raue Schale hat, aber sehr weich im Kern. Das kann ich im Grunde genommen nur unterstützen. Und im Kreis Tuttlingen ist es vor allen Dingen auch die schöne Landschaft, die wir zu bieten haben und vor allen Dingen auch die starke Industrie und Wirtschaft, die den Landkreis Tuttlingen auszeichnet. Was man gesehen haben muss oder kann, ist aus meiner Sicht vor allen Dingen das Donautal, gar keine Frage. Das ist ja im Grunde genommen Highlight insgesamt. Aber auch der Heuberg ist genauso schön. Insbesondere der Lemberg, die höchste Erhebung der Schwäbischen Alb. Von dort hat man ja einen wunderschönen Ausblick auf die Baar. Aber es sind auch die Jahreszeiten, die sich auf dem Heuberg widerspiegeln. Es ist einmal das Frühjahr mit der Schneeglöckchenblüte im Donautal bzw. im Lippach, im Hindelestal. Und dann ist es im Winter die ausgedehnten Wanderwege und vor allen Dingen auch die Loipen, die von der Arbeitsgemeinschaft ja gespurt und gepflegt werden. Ja, nun zunächst ist es mal die Landschaft, ich habe es bereits erwähnt, die Freizeit, die Erholungsmöglichkeit. Es ist aber auch der sichere Arbeitsplatz, der im Kreis Tuttlingen angeboten wird. Der wird garantiert durch unsere starke Wirtschaft und durch die Industrie. Ich denke beispielsweise an die medizinische Industrie im Bereich Tuttlingen, aber auch in den Teilorten von Tuttlingen und auch auf dem gesamten Heuberg. Wir haben aber auch auf dem Heuberg die gesamte Autozulieferindustrie und vor allen Dingen auch den Maschinenbau, der sehr stark ist und der Rückgrat ist für die Bevölkerung, dass man hier Arbeitsplätze geschaffen hat und dass man hier vor allen Dingen die Arbeitsplätze dann auch hält. Das ist außerordentlich wichtig, weil ohne Arbeit kann ja im Grunde genommen niemand überleben. Wichtig sind vor allen Dingen die Sicherung der Arbeitsplätze hier im Landkreis Tuttlingen. Der Landkreis Tuttlingen ist ja im Umbruch, beziehungsweise die Arbeitssituation ist im Umbruch und es ist einfach wichtig, dass man hier ein ganz besonderes Augenmerk drauf legt, dass man vor allen Dingen weiterhin wettbewerbsfähig ist, dass der Landkreis Tuttlingen weiterhin an der Spitze der Industrialisierung steht und vor allen Dingen für die junge Bevölkerung interessante Arbeitsplätze anbietet. Wichtig ist aber auch, dass man im Bereich der Natur uns auf unsere Schönheiten zurückerinnern und dass wir vor allen Dingen im Bereich der Natur auch noch einige Dinge weiterentwickeln, beispielsweise Radwege, um einfach die Lebensqualität im Landkreis Tuttlingen zu steigern und zu verbessern. Wichtig wäre natürlich auch, das Gastronomieangebot im Kreis Tuttlingen noch zu verbessern. Ohne Gastronomie kann man auch keinen Fremdenverkehr entwickeln und das gehört im Grunde genommen genauso im Grunde genommen zur Zukunft unseres Landkreises dazu.